Well, it was not the outcome you were looking for against Poland today. What do you think? What were the reasons you could not succeed today? Der Grund, ich würde sagen, ja, die Polen, ich kann ja eigentlich nicht wirklich jetzt viel dazu sagen, aber ich glaube, unser Problem war einfach, dass wir vorne irgendwie keine Lösung gefunden haben. Wir haben zwar schon Chancen gehabt, aber irgendwie wollte der Ball da nicht rein. Wir hatten ja Pech, nein, ja. The main reason was because we couldn't find a solution to keep the ball into the goal, and that way we just couldn't score, so we couldn't win. Now, yesterday you had to suffer a defeat against Switzerland here. You want to find an answer against this Polish team. You already know this Polish squad quite well because you have played them many times. How difficult is it also to prepare for such a game and to maybe surprise your opponent? Mit sehr viel Videoanalyse. man kennt sie, aber jedes Team verändert sich ja doch irgendwie oder werden besser. Es sind ja auch neue Spieler. Es sind, glaube ich, vielleicht 3 bis 5 Spieler, die schon mal eine Damen-WM gespielt haben, so wie ich es gehört habe. Von daher sind es neue Spieler. Wir können uns nicht genau, also wir kennen sie nicht wirklich. Klar, man spielt gegen Polen liebend gern. Aber ich glaube, so richtig vorbereiten, ja, kann man sich schon beim jedem Team, aber trotzdem ist das immer auf dem Spielfeld was anderes. We did some video analysis and yeah, we know the team, but there have been lots of changes. There are very young players that haven't played a World Championship before, so there are like in total maybe 5 players who used to play a World Championship, and their games against Poland are always fun, so yeah. So now, like, last question. The last game, upcoming game, is against Finland, a top squad that had to suffer defeat today and is like hungry for another win. What positive can you take out of this these 2 games to do better against Finland? Ja, danke an die Schweiz, weil jetzt bekommen wir alles. nein, also ja, wir kennen ja jetzt Finnland auch. Wir hatten sie auch schon in der Quali. Wir wissen, was sie können, welche Spieler, auf die wir aufpassen müssen. Und in der Quali haben wir eigentlich die ersten paar Minuten gut mitgehalten. Das müssen wir einfach so weitermachen, einfach an uns glauben, dass wir nicht zu hoch gewinnen, verlieren. Und ja, einfach kompakt stehen und an uns glauben. Nicht gleich sagen, ah, ja, wir verlieren eh, sondern wir müssen einfach an uns glauben und das Beste einfach daraus machen, weil nach Finnland kommen die wichtigen Spiele, die wir gewinnen müssen, und wir können nur an Erfahrung und Selbstvertrauen gewinnen. First of all, thank you Switzerland for winning. Now we get even more manpower from the Finnish team. We already know them from the World Championship qualification back in February, and we did a good job in the first minutes that game. So now we're trying to succeed this and do an even better job in maybe the first quarter. And we saw in the game against Switzerland that we are able to perform on that kind of new level, and yeah, this will be the last group game, and after that the final, like the very important games are coming, so we just focus on that and then see from game to game what we can do. Okay, danke and best of luck for the upcoming game.